Na 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 na. Ich werde jetzt Arachna jagen und mir ihren Bogen schnappen. Genau so sieht's aus. Jetzt werde ich wirklich, ohne groß herumzutun, ein Versuch nach dem anderen hier bei der. Mal schauen auch, wie viele Erfahrungspunkte die jetzt gibt. Jetzt habe ich ja noch hier und so. Frucht der Erkenntnis. Oh, nice. Nicht schlecht. Mal schauen, was gibst du hier? Wächtergurt, Andermant, Armschienen. Yo, 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 yo. Also nicht allzu gute Sachen. Aber was stehen da hier für Sachen rum? Arachnas Beutetruhe. Ein neuer Gegenstand wurde in deinem Inventar hinzugefügt. Und jetzt muss ich diese verdorbene Beute in den Abgrund werfen. Das mache ich auch noch schnell. Man sieht schon das Fragezeichen auf der Karte. Und danach ist die Quest erledigt. Dann gehe ich wieder zurück. Dann gehe ich wieder zu der Rachna. Und das alles wiederholt sich dann so lange, bis ich endlich einen besagten Bogen habe. Und runtergekickt in den tiefen Abgrund. Auf dass sie nimmer wiederkommt, die Arachna. Nein, hoffentlich. Nein, 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 das will ich mir nicht wünschen. Ich will sie ja immer, 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 immer wieder haben. Die soll schon immer wiederkommen, die Arachna. Hier ist mal abgegeben jetzt. Auf die Questleiste schauen, auf die Erfahrungspunkteleiste. Gluck, 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 gluck. Ja, das geht. Das geht definitiv. Und jetzt sind aber wirklich alle Kavernen von Loxley Quests abgeschlossen. Aber wie gesagt, bis Stufe 32 farme ich jetzt noch die Arachna fleißig ab. 17 Minuten, okay. Und die nächste Runde. Ich versuche das jetzt mal hier im Highspeed-Tempo jedes Mal immer schneller zu machen. Oh, das hat mich sogar ihr Spinnennetz gefangen. Wie böse. Aber normal bilde ich meine, legt sie immer zuerst die Eier oder macht sie das irgendwie, wie sie gerade Bock hat. Egal. Schon wieder fast tot. Und hat es nicht mal mitbekommen. Wow, 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 wow. Sich dann im Bogen? Oh, schade. Falscher Bogen. Was waren das jetzt? 5 Sekunden? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall sehr schnell. Aber leider wieder nichts. Was? Aber Andermant waren da jetzt schon dabei, glaube ich. Was habe ich da schon wieder? Lilanes gesehen. Ach, herrje. Schon wieder zurück zum Lager. Diesmal müsste ich wieder irgendwas abgeben können. Ja, da gebe ich noch schnell ab. Hier die zwei Bosse. 7000 haben wir da. Die fröhlichen Trolle. Nein, die brauche ich jetzt nicht mehr. So, na dann. Hoffe ich in 5 Minuten wieder mal auf mein Glück. Und Nummer 3. Oh mein Gott, meine Frucht geht noch 10 Sekunden. Das wird sich im Leben nicht ausgehen. Das wird sich nicht ausgehen. 5 Sekunden? Oh, schade. Schade. Eine Sekunde. Da war ich jetzt ganz wenig zu langsam. Jetzt gibt es hier nur die Hälfte. Naja, macht ja nichts. Liegt da ein Bogen? Liegt schon wieder ein Bogen. Oh, ich traue mich gar nicht mit der Maus rüberfahren. Oh, Kriegsbogen. Dafür zwei blaue Ringe. Nein, ein blauer und ein grüner. Also, Runde Nummer 3 müsste das gewesen sein. Und leider wieder nichts. Runde 4. Hier in den Kavernen. Mal schauen, wie viele Runden noch auf mich warten. Oh, uraltes Wissen. Wenigstens etwas. Und schon wieder 5. Kann wieder einen Punkt dazugeben. So, Arachna. Schauen wir mal, ob du diesmal vielleicht etwas nettiglicher zu mir bist. Meine Liebe. 1145 mit einem Kurzbogen. Hoffentlich ist es ein Kurzbogen, aber ich bezweifle echt fast, dass es ein Langbogen ist. Mal schauen. Ich werde ihn ja hoffentlich bald kriegen, gell, Arachna? Oh, ich sehe keinen Bogen. Houston, wir haben ein Problem. Schon wieder kein Bogen. Nur Andermant, Eisenpfeile und eine verbesserte Hirschrüstung. Und komische Spinneneier, die grün leuchten, die eher wie Dinosaurier-Eier aussehen. Okay, egal. Zurück
Zur Zuflucht. Nein, ich sage immer während Zuflucht. Das ist ja das Lager des Widerstands. Ich kann wieder eine Quest abgeben. Da oben bei der Routina Flint müsste das sein. Da muss ich es eben nochmal probieren. Aber das macht ja nichts, weil wer so ein besonderes Item will, der muss auch was dafür tun. Sonst hätte es ja jeder, wenn man das nach einem Mal bekommen würde. Aber ich will das unbedingt haben. Unbedingt. So, und der fünfte Kill jetzt hier am Stück von der Arachna. Ich hoffe, es wird noch nicht schon langsam zu langweilig hier mit dem Zusehen. Aber ich möchte jetzt einfach, ich möchte direkt demonstrieren, weil ich sage immer, ja, die Waffe bekommt man da und da muss man nur 10-mal killen und so weiter und so fort. Aber ich habe es ja mit dem Zirkelmagier schon bekommen. Jetzt möchte ich auch zeigen, dass es wirklich kein Glück war, sondern die bekommt man einfach. Nur nicht so schnell, aber es geht doch recht schnell. Und ich lege wirklich das Farmen dieser Waffe ab Level 30. Muss man ja nicht solo machen, so wie ich. Kann man sich auch in der Gruppe suchen. Lege ich wirklich jedem ans Herz. Denn wer sich zum Beispiel keine Waffe mit Andamant oder so kauft oder keine andere bessere hat, eben eine außergewöhnliche oder so, dem empfehle ich wirklich, diese sich hier zu holen. Denn die wird man dann, die letzten Levels sind ja vor allem dann die härtesten. Das ist ja in jedem Spiel so. Die wird man dann doch sehr lange brauchen. Deshalb einfach dahergehen, ein paar Mal sein Glück versuchen. Und ich möchte jetzt hier zeigen, dass es wirklich möglich ist, nicht allzu lang dauert. Uraltes Wissen bekommt man ja auch noch. Das ist ja hier alles vom Feinsten. Ja, außergewöhnliche Items gibt es auch. Das habe ich zwar jetzt nicht gesucht, aber ein außergewöhnlicher Schreckenswiederhelm Stufe 31. Da habe ich hier den magischen. Das wäre nochmal um einen Tick besser. Und wieder ein grünes Item. Zwar leider wieder nicht der Bogen, aber Erfahrungspunkte gibt die auch immer schön und... Ich jubel jetzt einfach mal hier zum Anfeuern. Vielleicht habe ich ja dann mehr Glück. Yeah. Das heißt, fünfmal probiere ich es jetzt noch. Wenn sie bis dahin nicht kommt, mache ich mal ein bisschen Pause. Manchmal ist halt gerade irgendwie das Glück nicht im Spiel. Da muss man ein bisschen warten, aber dann hat man sie gleich zweimal hintereinander. Also wieder zurück zum Lager des Widerstands und auf ein neues. Und nochmal, jetzt schon langsam kennt man es ja schon. Übrigens, mir ist gerade eingefallen, weil ich jetzt am Weg hier Kristalle der Wahrheit gefunden habe. Wer wirklich vorhat, dann das Item auch zu tragen, der kann jetzt schon mal anfangen, Kristalle der Wahrheit zu sparen und diese nicht für andere Items auszugeben. Denn die einzigartigen Items, also die sehen dann in etwa so aus wie hier, so dieser Ring, den ich mir damals um Andamant gekauft habe, für dieses plus 5% Erfahrungspunkte-Item da dazu. Genauso sehen die aus und all diese einzigartigen Gegenstände müssen natürlich auch erst identifiziert werden, um ihr mächtiges Wissen zu enthüllen, ihre ganzen Eigenschaften, die sie besitzen. Das heißt, jetzt nicht unnötige Items identifizieren, die vielleicht gar nicht so toll sind, sondern alles aufbewahren und dann schauen. Apropos schauen, ich schaue schon mal hier so auf den Loot drauf und sehe leider wieder keinen Bogen herumliegen, aber schon wieder mal an der Mand. Und jetzt vor lauter... Oh, Eisenpfeile auch noch. Jetzt hätte ich fast was übersehen. Und jetzt vor lauter Arachna-Killen. Das dürfte der sechste Kill gewesen sein. Erfahrungspunkte ohne Ende. Und das mache ich zwar nicht, das kann man aber ja jede Runde noch gerne machen. Die zwei Bosse da, der Big John und die Schwester Tick, kann man auch jedes Mal mitnehmen. Die geben auch noch Erfahrungspunkte und ab und zu auch an der Mand. Also hier, die Zone ist wirklich sehr gut geeignet. Und wieder zurück zum Lager. Verkaufen, reparieren. Kurz 5 Minuten warten, da mache ich immer den Drachling weg und dann den Drachling wieder her. Dann weiß ich genau, 5 Minuten, wann die um sind, wann ich wieder in den Dungeon kann. Runde 7. 7 ist ja bekanntlich so eine Glückszahl, wird auch in Märchen oft verwendet. Schneewittchen und die 7 Kobolde. Oder irgendwie so hieß das. Die 7 Geißlein, da gibt es einige solche Sachen. Und das ist jetzt der Kundschafter und die 7. Arachna. Mal schauen, ob da auch irgendeine magische Verbindung zu der Zahl da ist. Vielleicht droppt sie mir jetzt, wonach ich suche. Und wonach suche ich denn? Ich suche nach Reichtum, Ruhm, Loot und Beute. Naja, im Speziellen einfach nur nach einem Bogen. Aber nach dem Bogen. So wie der Schatz oder der Ring suche ich genau nach dem Bogen.
Nicht nach 12 an der Mand, nicht nach verbesserten Schreckenswiderschädeln, nicht nach verbesserten Schreckenswiderschädeln mal 2 und auch nicht nach 81 Kupfer. Nein, ich suche genau nach dem Bogen. Eigentlich frage ich mich, wieso ich die ganze Zeit immer zurück zum Lager des Widerstands mit der Karte gereist bin. Und dann musste ich ja erst wieder hierher laufen in die Zone. Ich gehe jetzt einfach zu Fuß den Weg nach draußen und werde dann draußen gleich die 5 Minuten warten. Ist doch viel schlauer eigentlich. Da komme ich auch erst nach 7 magischen Versuchen drauf. Aber Zahl 7 hat leider nichts geholfen. So, 8. Versuch und ich mache jetzt hier erhöhten Schwierigkeitsgrad und so, weil das wäre ja sonst zu einfach. Und zwar zoome ich ganz nah ran an die Kamera, sodass ich die Gute hier eigentlich gar nicht sehe. Muss ja auch ein bisschen spannender bleiben hier gegen die Arachner. Und da hat mich ihr Spinnennetz schon getroffen. Ich sehe jetzt gar nicht, was abgeht. Ich höre sie nur pupsen oder so. Irgendwas hat sie gerade fahren gelassen. Ich glaube, das war ein Furz. Egal. Die kann ja mal gar nichts. Gut, da habe ich einen Heiltrank nehmen müssen. Wenn die mich trifft, dann doch ordentlich. Aber ich kann in etwa raten, wo sie sich befindet. Trotz rangezoomter Kamera. Oh, uraltes Wissen. Und sie ist schon wieder tot. Sie ist schon wieder tot. Jetzt bin ich nervös. 8. Versuch. 2 habe ich noch. Wenn der nichts ist. Oh, ja, 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 ja. Da ist nur ein Amulett und irgend solche Pfeile. Und an der Mand natürlich wieder 12 Stück. Verbesserte Eisenpfeile und ein Wächteramulett. Auch das, die wollte ich nicht nehmen. Auch das Ranzoomen hat nichts gebracht. Muss ich mir fürs 9. Mal noch irgendwas anderes einfallen lassen. So, Arachna Nummer 9. Und Achtung, ich ziehe jetzt wirklich alle Register. Denn ich ziehe mich aus. Ich mache mich nackig hier. So. Sieht doch gleich hübsch aus, mein Charakter. Jetzt sieht man wenigstens auch was von ihm. Jetzt ist er hier nackig gegen die Arachna. Weil immerhin, die hat ja auch nichts an. Jetzt habe ich mir gedacht, okay, vielleicht ist sie sonst böse, wenn ich mit Ausrüstung hier spiele, die zwar eher schlecht ist und sie aber gar nichts hat. Deshalb kämpfe ich jetzt einfach mal so und schau, ob das mein Glück erhöht für meinen Bogen. Aber allzu schwer ist es auch nicht ohne Rüstung. Da passiert nicht viel. So, Loot sehe ich und ich sehe es schon wieder. Nein, ein Amulett und ein Ring. Nicht mal, ich kann mich nicht mal nackig ausziehen. Also, hier, nur im Spiel. Ich hoffe, das hat hier niemand falsch verstanden. Ich kann mich nicht mal nackig ausziehen hier, um da meine Chancen zu erhöhen. Andermans, Wächterring und Amulett. Habe ich das nicht vorher auch bekommen? 1:1 dieselben Items? Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann, hey Mann. Gut. 10. Versuch. Also, eine Chance habe ich dann noch. So langsam werde ich ein bisschen ungeduldig. Ich zappel hier schon herum. Weil ich das echt jetzt schon eine Zeit lang mache, aber da noch immer nichts kommt hier. Komm, 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 komm. Komm, komm, schnell. Give it to me, baby. Oh, give it to me, baby. Oh, ich glaube, das war jetzt der schnellste Arachner-Kill seit der Erfindung von Schokolade. Und weil der so schnell war, gibt es auch Andermann dazu. Aber nein! Schon wieder kein Bogen! Verdammter Bastard! Hm. Eieiei.